Also dieser Sommer jagt ein Rekord nach dem anderen. Längste Sonnenstunde, heißeste Tage und alles Mögliche macht der Sommer 2018 gut. Und es ist echt glühend heiß. Heute heißester Tag des Jahres mit 37,5 Grad, habe ich glaube ich draußen gelesen. Also es ist schon extrem heiß. Und da müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir hier Mensch und Tier am besten kühlen können. Anne, kommst du mit? Komm, geh mal in die Badewanne, komm. Ja, viel machen können wir sowieso nicht mit dem Fan. Das ist einfach zu warm. Vielleicht gehen wir heute Abend noch Schritten ganz klein bisschen ausreiten. Aber mehr auf keinen Fall. Ja, ein Badwand hat ganz schön abgenommen. Muss ich sagen. Also da haben sie wirklich einen gescheiten Durst gehabt. Das kann ich dann direkt wieder auffüllen. Komm, wir gucken nochmal da hinten. Komm, komm mit. Komm. Auf. Ja. Komm, komm, komm. Wenn es ist. Wenn es ist. Gucken, wie kühl es hier hinten ist. Mal schauen, wie kühl es ist. Selbst für einen Mensch anstrengend, bei der Hitze zu rennen. Ja, aber hier ist wirklich angenehm. Also hier ist wirklich angenehm, muss man sagen. Geht ein ganz leichter Wind. Und ja, vielleicht auch durchs Wasser wieder so ein bisschen, ja, frischer auf jeden Fall. Also hier kann man es wirklich gut aushalten. Da bin ich jetzt schon mal beruhigt. Und was auch eine super Möglichkeit ist, sich im Sommer zu erfrischen, hauptsächlich wenn man Urlaub hat, ist hier Cabrio zu fahren und natürlich ein Eis essen zu gehen. Und so kann man das Ganze ja aushalten. Leckerer Eisbecher und schon ist die Erfrischung garantiert. Ja, und das Ganze fühlt sich an wie wirklich im Urlaub. Den ganzen Tag auf der Liege rumflözen und Buch lesen. Ab und zu mal hier unter die Gartendusche sich ein bisschen erfrischen. Ja, was will man eigentlich mehr? Auch die Schweinchen sehnen sich nach einer kleinen Erfrischung. Und da haben wir was gefunden, was denen wirklich super gut schmeckt. Das sind nämlich diese Wassermelonen, da stehen die komplett drauf. Ja. Ah, okay, komm, geht mal nach hinten. Komm, nach hinten gehen. Nach hinten gehen. So, guck mal, Paul. Geh mal gucken. Geh mal gucken. Ui, wie fein. Erfrischt und macht satt. Auch mein allererster Wirbelsturm haben wir hier erlebt. Und zwar ist er direkt hier über Manabi rübergezogen. Von da hinten vom Paddock bis hierher. Und hat uns hier oben ein riesen Loch, ja, in unsere Scheuer gerissen. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert, weil das war richtig unheimlich. Ich stand auf dem Paddock und auf einmal war wie ein Sandsturm, hat nichts mehr gesehen und es hat auf einmal nur noch gerumpelt und dann auf einmal war alles wieder ganz normal. Also richtig unheimlich. Und bei so einer extremen Hitze gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit der Kühlung und das ist hier schön mit Wasser. Und da freuen sich die Entchen. Ich mache das immer so, nicht direkt auf die Entchen sprühen, sondern einfach hier ein bisschen einen Platz, ein bisschen ansprühen mit kühlem Wasser. Und da kann man sich dann schön auflegen und abkühlen. Na? Weil selbst die Enten schwitzen, haben wir festgestellt.
Die machen dann den Schnabel auf und atmen so durch den Schnabel. Und dadurch ja, schwitzen sie wohl. Das sieht mir wahrscheinlich ein bisschen schlecht jetzt. Und die freuen sich jetzt hier über diese Abkühlung ganz besonders. Ja? Aber warten natürlich erst, bis der Schlauch wieder weg ist, weil das sieht zu gefährlich aus. Gell? So, da könnt ihr euch jetzt dann reinlegen. Das gleiche mache ich dann hier auch bei den Schildkröten. Guck mal erstmal, wo sie sind. Haben sie alle verkrochen. Und dann mache ich jetzt hier noch so die Steine nass. Weil das kühlt ja dann auch schon mal schön. Oh, ein bisschen Steine nass machen. Jetzt gehen wir gerade noch auf die andere Seite. Ja. Ein bisschen anfeuchten. Oh, da hinten sitzen sie. Alle zusammen. Ja. So, und da könnt ihr hier auch ein bisschen abkühlen. Obwohl die wahrscheinlich die Hitze am ehesten gewohnt sind. So, jetzt kommen wir noch bei den Schweinchen vorbei. Da mache ich das genauso. Allerdings sind die Schweine sehr wasserscheu. Das heißt, da muss man dann auch schön langsam machen. Boah, jetzt schmeckt mir das hier alles ins Gesicht. Jetzt habe ich hier irgendwo einen Knickenschlauch. Lass mal gucken, wo das ist. Nein. Knick. So, und jetzt kann es zur Abkühlung gehen. Was ja toll ist, dass so ein kleiner Wind geht, also ein ganz feiner Wind geht. Da ist das schon besser. So, guck mal, wie schön. Guck mal, wie toll. Guck mal, wie toll. So, dann machen wir jetzt hier auch gerade den Boden nass. Ja, weil da kann man dann schön, so schön drin wälzen. Ich meine, die haben ja die Sohle und die nutzen sie natürlich auch. Aber das Wasser ist jetzt bestimmt nicht mehr erfrischend, sondern einfach nur nass. Na, Paulchen. Rosalie. Ja? Hört mal, wie schön. Oh, hier ist das fein. Erfrischungsauftrag ausgeführt. Der Whirlpool hat 31 Grad, ist bei 37 Grad Außentemperatur natürlich genau richtig. Und jetzt würde ich sagen, einfach reinsetzen und entspannen. Da ist das Geniale. Ich gucke hier direkt auf die Pferdeweide und auf die Pferde. Was will man mehr?
Also trotz aller Kühle stehen die Pferde hier am Ausgang. Und das heißt, sie wollen dann hoch. Gut, kein Problem. Wir machen auf, weil Don ist auch schon oben. Und einfach in den Stall gehen und ein bisschen chillen. Anja macht jetzt oben gerade noch den Kuhweg auf und dann lassen wir sie hier direkt hochgaloppieren. Übrigens, ich habe ja eure Kommentare gelesen, also über Heino bzw. Hannelore. Hannelore kam nicht ganz so gut an, habe ich rausgelesen. Und das war die Frage, soll jetzt Heino umgetauft werden in Honey oder Holly? Also, hier oben aufs i drücken und mit abstimmen, soll Heino Hannelore, Honey oder Holly heißen. Also stimmt mit ab, ich freue mich. Anja gibt jetzt hier oben gleich das Zeichen, ein Winker und dann heißt es, der Weg ist frei in den kühlen Stall. Beziehungsweise geht es denen mit Sicherheit nicht um den kühlen Stall, sondern die wissen natürlich, dass es dann auch schon bald Abendessen gibt. So, ich glaube, soweit fertig. Wird man wahrscheinlich von hier nicht so erkennen. Und dann gehen wir mal hier an die Tür. Und nee, ich will hier an dem Baum hier neben am liebsten noch Mirabellen naschen. Das hat sie nämlich gefunden, die neue Quelle, dass da die Mirabellen mittlerweile gut sind. Aber da habe ich jetzt rundherum schon mal zugemacht, weil die wird sonst sich noch dicker wahrscheinlich fressen, wenn sie das hier könnte. Auf geht's. Komm. Komm. Nee, ich. Geht. Komm. Geht. Komm. War mir klar. Sie steuert direkt den Mirabellenbaum an. Aber leider kommt sie nicht dran. Leider, leider. Ja, nicht. So was aber auch. Ne? So was aber auch. Geht. Tja, der Schuss ist nach hinten losgegangen. Aber ich denke, die kommen jetzt trotzdem mit hoch. Also warten wir es ab. Ich gehe jetzt schon mal hoch. Mir ist es viel zu heiß. Wir bleiben noch unten. Gut, können sie natürlich auch. Machen wir jetzt hier wieder zu. Können sie noch so lange unten bleiben, wie sie möchten. So, und trotz der ganzen Abkühlungsversuche hat irgendwie nichts genützt. Ich muss jetzt also erstmal die Schweinchen reinbringen, denn es ist sonst wirklich viel zu warm. Hört ihr Süßen? Wir können jetzt mal schön in den Stall gehen. Ja, Rosalie, Arschen, komm, schön in den Stall gehen. Da ist es schön kühl. Also hier ist wirklich verhältnismäßig kühl, muss man sagen. So, rein in den Stall. Ja, rein. Reingehen, reingehen. Ja, fein. Super habt ihr das gemacht. Ja, toll habt ihr das gemacht. Ja. Und als erstes ein bisschen Wasser nachgießen. Und Paulchen hat immer einen großen Durst. Ja, hier noch einen großen Durst, das Paulchen. So, dann könnt ihr euch mal ein bisschen abkühlen. Dann gibt es auch schon bald leckeres Abendfressen. Okay? Jawohl. Also, bis gleich. Wenn die Sonne dann mal nicht mehr so stark ist abends, ich meine, wir haben jetzt immerhin hier schon 5:30 und es scheint immer noch die Sonne wie ja, den ganzen Tag irgendwie. Wir hatten jetzt hier noch die Pflanzen erfrischt. Das heißt, jetzt werden hier komplett auf Monavi alle Pflanzen noch gegossen. Und dann lassen wir den Abend so langsam ausklingen. Mal sehen, vielleicht gehen wir heute noch Pizza essen oder mal schauen. Soweit der Abend fast rum, gegessen. Und jetzt sind wir hier nochmal bei den Katzen. Wenn man das sieht, selbst Kaya sitzt in so einem Blumentopf. Oh Gott, du bist ganz müde, ja. Diese Hitze schafft mich einfach. Da mache ich denen jetzt auch noch so eine kleine Pfütze einfach. So eine kleine Pfütze. Da könnt ihr euch reinlegen, das ist schön kühl. Ja, ist nicht schlimm, Balu.
Das ist nicht schlimm. Hm? Oh, wie schön. Oh, was ist das toll. Hm? Balu, ist das toll? Was läuft denn da für eine komische Schlange? Ja, das ist schön kühl. Ne? Können wir mal gucken, wo die anderen Katzen noch sind. Ah, Mowgli ist gerade hinten, hat auch schon was gehört. Ja, Mowgli, ja, auch genauso müde. Der Willow war eigentlich auch die ganze Zeit da. Gucken, das ist jetzt bestimmt auch in irgendeinem Topf. Das finde ich echt das Süße, gell? Na, Kaya. Och, ja. Ich sitze hier mal im Topf. Das ist so gemütlich. Und die nutzen wirklich dann die Feuchtigkeit im Topf, um sich zu kühlen. Ne? Und das ist scheinbar sehr bequem. Ja, das ist schon extrem warm auch für euch, gell? Richtig extrem warm. Könnt aber nachher schön in die Euschone gehen. Ne? Das ist dann nicht mehr ganz so. Ja, und da es jetzt immer noch so warm ist und schon fast, ja, Nacht, holen wir jetzt auch nochmal die Pferde, kriegen die noch ein bisschen die Füße gekühlt. Das tut denen auch gut. Man muss aber auch wissen, dass Nash Wasser nicht so besonders gern mag. Also, sie ist dann immer sehr, skeptisch. Aber schauen wir heute, wie es funktioniert. Die warten jetzt schon alle, weil sie natürlich denken, es gibt direkt was zu fressen. Und das wusste ich auch, wer hier als erstes wartet. Oh, guck mal, die zwei Füchse warten hier direkt was, ne? Naja, die Nähe ist auch hier, gell? Das hätte mich jetzt auch gewundert. So ein bisschen hast du den Rang abgetreten bekommen, gell? Weil die Bibi ist ja noch verfressener eigentlich als du, ne? Und jetzt machen wir erstmal dann die Fliegenmaske runter. Ja, dass man wieder was sieht, okay? Dass man wieder was sieht. Obwohl die Fliegen immer noch recht heftig sind. Aber ihr könnt ja dann in den Stall gehen, ne? Das ist nicht ganz so schlimm. Hey, stumm dich nicht so. Ist ja gut. Jetzt fangen wir erstmal mit der Nash an. Ja, Nash? Wollen wir ein bisschen kühlen? Ja, ein bisschen kühlen gehen. Lass mich in Ruhe mit diesem dummen Zeug. Na, schauen wir mal. Also ich halte das jetzt mal an und dann schauen wir mal. Ja? Oh, ist fein. Ja, mal. Mit. Du bleibst dran. Hier bleibt dran. Da kommt dann die Abkühlung. Alle nacheinander. Ja, Nash, alle nacheinander. Was meinen Sie? Alle nacheinander. Das war's schon wieder, mein kleines Urlaubsvideo. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die momentan auch so sehr schwitzen, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.